Von den Frauen, die man wirklich interessant und wirklich attraktiv findet, bekommt man nur Abfuhren oder landet in der Friendzone. Zumindest als Mann, der schon die ein oder andere Frau trifft oder datet, aber wo keine dabei ist, mit der man sich wirklich mehr vorstellen kann. Warum das so ist und wie es mit den wirklich attraktiven und wirklich interessanten Frauen doch klappt, das erfährst du jetzt. Als erstes muss ich sagen, ich kann das wahnsinnig gut verstehen, dass man so denkt, weil es bei mir früher ganz genau das Gleiche war. Ja, man trifft sie mit Frauen, man datet welche und es läuft sogar mehr mit der einen oder mit der anderen, aber so richtig happy ist man einfach nicht, weil man sie mit keiner wirklich mehr vorstellen kann. Und dann trifft man auf einmal eine, wo man sich denkt, wow, da kann ich mir mehr vorstellen, die ist wahnsinnig attraktiv, die finde ich richtig anziehend, die hat eine richtig coole Persönlichkeit. Ja, da sehe ich wirklich Potenzial für mehr, für die Zukunft. Und ja, dann trifft man sie vielleicht sogar, dann datet man vielleicht sogar. Aber früher oder später hast du dann von ihrer Seite, nope, oder lass uns einfach nur befreundet sein. Und das ist wirklich sehr frustrierend. Also das kann man dann wirklich wahnsinnig runterziehen. Und es wäre jetzt nicht so schlimm, wenn das einmal passiert oder so. Aber das Tragische ist, dass es in meiner Erfahrung nach immer und immer wieder das Gleiche ist. Ja, jedes Mal, wenn man doch wieder mal eine trifft, wo man sich denkt, wow, da ist Potenzial für mehr, kriegt man die Abfuhr und es immer und immer und immer wieder. Und das ist das, was so richtig, richtig frustrieren kann, was man richtig runterziehen kann, was wo man dann an sich selbst irgendwo zweifelt und wo man langfristig sie dann das irgendwann einmal so hinnimmt, dass man sich einfach denkt, okay, gewisse Frauen, die sind halt einfach außerhalb von meiner Liga. Da habe ich einfach keine Chance. Ja? Ich muss mich einfach mit denen abfinden, auf die ich weniger Lust habe und dabei bleibt es halt einfach. Und genau das ist ein absoluter Schwachsinn und ein kompletter Irrglaube. Aber warum gibt es jetzt diese Dynamik? Das hat mehrere Gründe. Und zwar, das erste ist einmal, dass man glaubt, dass man diese eine besondere Frau komplett anders behandeln muss wie alle anderen Frauen. Bedeutet, sie ist so viel besser, schöner, attraktiver, cooler, coolere Persönlichkeit wie alle anderen. Deswegen muss sie jetzt besonders nett sein zu ihr. Oder muss ihr besonders viel Aufmerksamkeit schenken. Oder muss jetzt sie besonders cool sein oder sie besonders beeindrucken mit den coolsten Stories, die ich so habe. Und dadurch verliert man schon einmal seine komplette Authentizität. Ja, man ist einfach nicht mehr authentisch ihr gegenüber. Ja, genau diese Faktoren, die bei den anderen Frauen wahrscheinlich attraktiv machen, die sind da auf einmal weg. Das bedeutet, man stellt sich ja dann auch auf so eine Art Podest. Ja, sie ist so toll und es wird einem auf einmal auch so wichtig, dass es genau mit der einen Frau klappt und funktioniert. Und dadurch wird man bedürftig, man wird emotional abhängig von ihr. Wenn sie schreibt, ist man gut drauf und happy und yeah, und schreibt sie mal nicht zurück oder schreibt sie mal nicht so schnell zurück, wie man sich das wünscht, dann ist man vor allem am Boden zerstört und denkt sie, na, was, warum habe ich denn das geschrieben oder was habe ich denn falsch gemacht, dass sie jetzt nicht zurückschreibt. Ja, und das merkt sie natürlich auch, man zerbricht sie viel zu viel den Kopf dann über sie. Und das sind alles Sachen, das merkt die Frau einfach und dadurch wird man unauthentisch, unattraktiv und ja, das Ganze wird einfach nichts. Okay, aber was kann man denn jetzt anders machen und wie funktioniert es denn stattdessen? Und das ist an und für sich ziemlich simpel. Da geht es nämlich nur um zwei grundlegende Sachen. Erstens, man muss einfach öfter Frauen treffen, die wirklich interessant sind, attraktiv sind und mit denen man sich mehr vorstellen kann. Das ist ganz simpel, wenn man einfach nur in so großen Abständen immer nur eine trifft, die oder kennenlernt jetzt, mit der man sich mehr vorstellen kann, dann wird man ganz automatisch bedürftig. Das bedeutet, man muss einfach einen Weg finden, der für einen selbst funktioniert, wo man sehr leicht und schnell Frauen kennenlernen kann,
die einen wirklich, wirklich interessieren. Und da gibt es die unterschiedlichsten Mittel und Wege und es ist auch ganz egal, was für Weg das jetzt für einen persönlich ist. Ob das jetzt online ist, ob das jetzt irgendwie in seinem sozialen Umfeld ist, ob das irgendwie, wenn man unterwegs ist, im Alltag, in Bars, was auch immer, da gibt es verschiedenste Mittel und Wege, da ist für jeden was dabei, was funktioniert. Aber man muss einen Weg finden, zumindest, der für einen funktioniert, wo man regelmäßig, wo man einfach weiß, man kann regelmäßig, leicht und easy Frauen kennenlernen, mit denen man sich mehr vorstellen kann. Weil dann ist man automatisch nicht mehr so bedürftig. Und der zweite Punkt ist, man muss sich von seiner attraktivsten Seite zeigen können. Ja, das ist ganz einfach so. Wenn man sich jetzt selbst mit einer bestimmten Frau mehr vorstellen kann, die Chancen sind ziemlich groß, dass sich auch viele andere Männer genau mit ihr mehr vorstellen können. Bedeutet, man hat einfach mehr Konkurrenz. Und wenn man mehr Konkurrenz hat, hat sie natürlich höhere Ansprüche. Ganz klar. Die interessanteren, attraktiveren Frauen haben höhere Ansprüche an einen Mann, an einen potenziellen Partner. Das bedeutet jetzt nicht, dass man sie anders irgendwie behandeln muss oder dass man sich jetzt irgendwie verändern muss, um bei ihr anzukommen oder so irgendwas. Das bedeutet einfach schlicht, dass man einfach die Fähigkeit haben muss, sich von seiner attraktivsten Seite präsentieren zu können. Und wenn man das mit drauf hat, wenn man das mit checkt, das geht ziemlich leicht und easy, dann ist man seiner Konkurrenz schon mal meilenweit voraus. Wenn da du jetzt denkst, hey, das ist bei mir auch so, ich krieg von den Frauen, die mich wirklich interessieren, auch immer eine Abfuhr, dann ist es jetzt höchste Zeit, dass du auf den Link klickst unterhalb dieses Videos. Dann zeige ich dir nämlich persönlich, wie du in deiner Situation regelmäßig für dich interessante Frauen triffst und kennenlernst und dich dann auch von deiner attraktivsten Seite zeigst, damit es auch was wird. Also, nutze jetzt deine Chance. Ich freue mich drauf.